Trotz wiederholter Bemühungen ist es Perirhoda nicht gelungen, für Crest und Thorat Zelldusche des Planeten Wanderer zu erhalten. Entsprechende Experimente verliefen negativ, da das Physiotron auf die Körperimpulse der beiden Akoniden nicht reagierte. Für Thora, Perirhodans Gattin, ist allerdings seinerzeit durch den gefährlichen Einsatz von John Marshall und Laurie Martin, der beiden auf der Ara-Welt Tolimon eingesetzten kosmischen Agenten, eine Ampulle des lebensverlängernden Serums aus den Geheimlabors der galaktischen Mediziner besorgt worden. Der jetzt eingetretene Verfallsprozess bei der einstmals so schönen und unnahbar stolzen Akonidin lässt jedoch darauf schließen, dass die geraubte Arznei nicht die gewünschte Wirkung zeitigt. Jedenfalls scheint der Blutzellenzerfall, der zu einem rapiden Absinken der Lebenskräfte führt, sich nicht mehr abstoppen zu lassen. Und in diesem Moment tritt Thora ihren Opfergang an. Und damit hallo zu einer neuen Ausgabe Stardust Ruf Terra hier auf dem Weltendieb. Bei mir zu Gast ist bei Folge 78 wieder Dominik. Hallo. Hey, ich hab's schon wieder geschafft. Ich bin schon wieder dabei und bei der nächsten Folge auch noch. Ja, Hammer. Wir wollten ja eigentlich die 79 wieder gemeinsam bestreiten, aber optimale Zeitnutzung. Heute Abend war ein Slot. Wir hatten zwei Folgen. Wir machen direkt zwei. Wie fühlt es sich eigentlich an jetzt hier so in der Frühjahrsoffensive von Stardust Ruf Terra? Straight to 85 im April. Ja, ab nächster Woche passiert was ganz Abgefahrenes, beziehungsweise ab nächster Woche zu dem Zeitpunkt, wo wir aufnehmen. Ich werde jetzt immer, wenn ich Hefte auf Instagram hochstelle, eine Folge Stardust Ruf Terra verlinken können. Mm. Weil du nämlich jetzt meinen Rerate auf Instagram überholt hast. Echt krass, ne? Ja. Wow. Aber das finde ich eigentlich voll geil, weil dann kann ich direkt immer, wenn ich das Heft gepostet habe, direkt eine Folge verlinken. Und wenn das dann sogar noch eine Folge ist, wo ich auch noch mit dabei bin, das ist ja doppelt super. Das ist mega, mega krasser Shit, ey. Es wird immer interaktiver alles. Ba, 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 ba. Es geht übelst voran bei Stardust Ruf Terra. Wir ziehen jetzt durch. Wir müssen noch ein bisschen hinmachen. Wenn das utopische Ziel von Nummer 150 in 2023 überhaupt noch erreichbar ist, müssen wir jetzt Gas geben. Dementsprechend, lass uns mal reinstarten. Wir sprechen heute über Band 78 der Perirhoden-Heft-Romanserie im Zyklus Atlan und Arkon, Thoras Opfergang. Ihre Lebenserwartung ist gleich null, doch ihre Mission lässt sie dem Schicksal trotzen. Autor ist heute Kurt Brandt, in Illus und Titelbild von Johnny Brook. Erstmals erschienen ist das Heft im Jahr 1963. Unsere Hauptpersonen sind Thora, na klar, no-brainer, Dr. Villeneuve, General Conrad Deeringhouse, Reginald Bull, Leutnant Hendrik Olafsson, Tarell, Ishimatsu und Perirhodan. Handlungszeitraum ist der Oktober 2043 und wir befinden uns auf der Venus und auf Mutral. Erschienen ist das ganze Ding im E-Book, in den Druckauflagen als Band 78, im Silberband 10 und im Leihbuch 31. Wie viele Leihbücher gibt es eigentlich, Dominik? 56. 56, wow. Bleiben die uns ja noch ein bisschen erhalten. Mir fehlen noch 6. Welche? Soll man Dominiks Resterampe machen? Ich bin ein bisschen zwanghaft, was die angeht. Und es wird ja langsam wieder schlimmer, weil ich ja jetzt angefangen habe, so einzelne zu entdecken, wo noch die Schutzumschläge dabei sind, was leider echt selten ist. Und das endet nicht so richtig, die Sammelei. Aber ja, ganz toll. Ja, die gibt es bis zum Ende des dritten Zyklus. Und dann das allererste Heft, die 150 mit der 156 war der allerletzte Leihbuchband. Das waren dann nochmal hier Spezialisten der Uso, hier Lemmy Danger und Melba Kasum nochmal in Doppelband. Und danach haben sie es leider eingestellt. Schade, eigentlich war ein tolles Danger, Format. Was für ein geiler Name, ey. Freue ich mich schon drauf. Ja, mega. Generell diese ganzen geilen Uso-Spezialisten-Abenteuer. Viel Spaß. Ja, ja. Dauert gar nicht mehr so lang, bis wir da hinkommen. Apropos viel Spaß, lass uns einen Blick werfen auf die Innenillustrationen. Alter, das sind ohne Witz die mit Abstand hochwertigsten, die die Serie bis dahin gehabt hat. Ja, in so einer Holzschnitt,
Druckoptik, ne? Also, ja, das eine, das ist ja schon im Prinzip eine Risszeichnung, mehr oder weniger. Das wollte ich auch sagen, es ist ein absolutes Novum. Boah, super stark. Sehr cool. Werft auf jeden Fall einen Blick auf die auf die Innenillustration. Packe ich euch in den Blogbeitrag und wir gehen weiter zum Titelbild. Was ein cooles Titelbild. Am Anfang habe ich mir so gedacht, oh, das ist so ein bisschen läppsch. Ne? Das ist Action, aber es ist 1:1. Aber genau, es ist genau das, was im Heft vorkommt und das lieben wir. Es ist eine Szene aus dem Roman. Ein kleiner Punkt ist natürlich noch, es wird ein Arkonide und zwei Aras entführt an der Stelle, ne, die wir hier ansprechen oder die hier referenziert ist auf dem Titelbild. Und wie man sieht, alle drei haben Haare. Der vorne auch? Der vorne auch, ja. Das sieht man so braun. Ja, ja. Schnuppelig. Ja, passt. Das können wir Ihnen voll verzeihen. Ist okay. Gibt auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Nicht für den ersten Augenblick. Ne? Es ist auf jeden Fall ein Action-Hingucker. Aber auf den zweiten Blick, wenn man das Heft wieder zuschlägt nach dem Lesen, ist es auf jeden Fall sehr, sehr sehenswert. Doch, lass uns nicht länger aufhalten mit solchen Kleinigkeiten wie dem Titelbild. Und lass uns mal in die Handlung einsteigen. Ich habe jetzt mal keine Personen aufgeschrieben. Die kommen ganz gut in der Handlungszusammenfassung stationsweise mit. Dementsprechend starten wir direkt rein ins erste Kapitel, oder? Ja, auf geht's. Dr. Villeneuve, das ist der Chefarzt der hämatologischen Abteilung der Terra-Klinik auf der Venus, also in der Stadt Port Venus. Und er schickt jetzt an Perry Rhodan die Diagnose seiner Frau, die tödlich an einem Krebsgeschwür Sarkom F. Arkon leidet. Und das bedeutet eigentlich nichts anderes, dass Thora schon eine wandelnde Tote ist. Man hatte sich ja große Hoffnung gemacht, dass das Serum, das man den Aras auf Tolimon, das habt ihr ja im Introtext schon gehört, abgeluchst hat, dies Leben und die Jugend von Thora noch ein wenig erhalten kann. Fehlanzeige, sie kriegt einen Blutkrebs, weil Arkoniden neigen ja zu Leukämie. Die sind überzüchtet. Dominik, diese Folge steht ja unter diesem Untertitel Wir und Kurt Brands Frauenprobleme. Ja, also es ist... Wie stellst du dir den vertrauensvollen Umgang von einem Arzt zu seinem Patienten oder zu ihr seiner Patientin vor? Ja, da rufe ich erstmal ihren Mann an. Ja, rufe ich erstmal einen Mann an, weil hat sie ja eh nichts drüber zu sagen. Ne? Also das erwarte ich schon von einem guten Arzt, dass er das so macht, oder? Ach nee, es ist wirklich schrecklich, ne? Also ich meine, da müssen wir fairerweise sagen, das ist was, was in den 60ern noch nicht so abgefahren war, wie wir das heute sehen würden. Aber auch da war das schon nicht modern. Also, ja, aber du liest es so und du denkst dir so, what? Was? Ja. Was geht hier ab? Ja, ja. Ja gut, lass uns mal drüber weggehen. Es kommen noch ein paar Stellen, da werden wir das nochmal thematisieren müssen. Es ist ein Zeitphänomen, ja. An der Stelle ist es noch okay. Ne? Man kann drüber weggehen. Aber an späteren Stellen wird es leider so eklatant, dass das leider nicht unkommentiert bleiben darf. Yes. Im persönlichen Gespräch mit General Deringhouse, der gerade auf dem Weg nach Grey Beast ist, erörtert er, dass eine Heilung unmöglich sei. Und das ist wichtig, da nicht einmal die Aras ein Mittel gegen die Krankheit erkennen. Denn einer ihrer Chefwissenschaftler ist vor kurzem auch an diesem F-Arkon-Karzinom oder was es nun ist, an dieser Krebsform gestorben. Der Krebs hat anscheinend verhindert, dass Thora auf das lebensverlängernde Serum der Aras anspricht. Und ja, Thora hat noch ungefähr ein knappes halbes Jahr zu leben, so zumindest die Prognose vom Dr. Villeneuve. Alle sind sich sicher, dass mit Thora die gute Seele des Solaren Imperiums verloren geht und Perry einen persönlichen Tiefschlag verpasst bekommt. Und hier im Zitat, ich rede jetzt keine Phrasen, also das ist Deringhouse, der mit dem Doktor spricht, ich rede jetzt keine Phrasen oder spreche mit falschem Pathos. Ich sage nur das, was die wenigsten gewusst haben. Thora hat unseren Chef geführt, nicht mit Vorschriften, noch weniger mit Vorhaltungen oder Vorwürfen. Sie hat Rhodan damit geführt, indem sie seine Frau war und er das Glück, das er sich erträumte, bei ihr fand. Und das soll jetzt alles zu Ende sein, gerade jetzt, wo das Schicksal unseres winzigen Systems auf Messers Schneide steht. Was ist da passiert im Zeitraum von Heft 49 auf Heft 50? Ja. Aber ich will es jetzt einfach mal zugutehalten, ne? Einfach mal in-world dahingestellt, aber ich finde es total schön, dass der Kurt Brand anscheinend doch irgendwie ein Mensch gewesen ist. Ne? Also das auf jeden Fall. Und er will ja auch so diese Wertigkeit von Thora als Mensch da so ganz stark unterstreichen.
Ne? Ich meine, wir sprechen ihr noch nicht zu, über ihre eigenen Persönlichkeitsrechte bestimmen zu können, ne? Aber so, sie ist halt schon eine wichtige Rolle. Ein wichtiges Werkzeug für das Solare Imperium. Mann, ey. Ja, das kommt stellenweise immer so durch, dass der Kurt Brand doch geile Ansätze hat oder coole Ansätze hat und auch super Ideen, wie er das in die Handlung einbringt. Ich meine, dass er das über Daringhaus in dem Gespräch zu Villeneuve macht, finde ich ehrlich gesagt aller Ehren wert. Aber an anderen Stellen wird es dafür umso eklatanter. Mhm. Wir starten mal rein ins zweite Kapitel. Der Perry bekommt nämlich gerade auf Grey Beast die umfassend schlechten Nachrichten über Thora von Daringhaus bestätigt. Und kurz scheint er dem Zusammenbruch nahe, als gerade nur so eine rüde Aktion von Bully es schafft, ihn wieder wach zu rütteln und wieder auf die Spur zu bringen. Es wird geplant, dem Arkonidischen Imperium einen gemischten Verband aus 100 Raumschiffen abzuluxen und diese Verhandlung soll jetzt Thora führen, da sie natürlich, ne, es ist so deutsch-kalvinistisch hier, sie braucht jetzt einen Zweck zu leben, ne, ansonsten geht sie in ihrem Bungalow auf der Venus ein. Und der Daringhaus wird dann auch wieder zu Venus geschickt, um Taxifahrer der Galaxis zu spielen, um unter Vorbehalt von der Bewertung von Dr. Villeneuve Thora auf eine Mission nach Archon 3 zu schicken. Dominik, was machst du mit deiner todkranken Frau, die nur noch 6 Monate zu leben hat? Ich setze sie in den Bus nach Archon, damit sie Verkaufsgespräche machen kann. Ja, wo man sicher gehen kann, dass der Name Rodan zu einer Hinrichtung führt. Ja, what weiß could possibly ich, weiß go wrong? Nicht so richtig. Aber das geht ja gut, denn das tut ihr ja gut. Kleiner Spoiler. Ja. Weißt du, was mich da ein bisschen verstimmt, was ich nicht so ganz nachvollziehen kann? Er geht ja dann zu Thora hin und die wird gepflegt von Ishimatsu. Genau, da bist du jetzt schon im dritten Kapitel. Ne? Also das ist jetzt die nächste Szene, die jetzt kommt, oder? Genau, das ist das dritte Kapitel. Ja. Da holt er Daringhaus im Walta-Gebirge, im Bungalow Archon, was so... Ja, das ach, wie schön. Ist auch echt so eine Ferienanlage im Sauerland. Ne? Einen anderen Namen konnte das nicht haben. kennst du auch, wenn ich in ein anderes Land fahre, dann nenne ich mein Haus auch Deutschland. Ja, Bottrop. Ne? Ja, ja, wie schön. Aber Ishimatsu ist eine Mutantin. Ja, also eine hochgefragte Spezialistin. Und in der Zeit haben wir Agenteneinsätze ohne Ende im ganzen Universum. Von allen möglichen Mutanten. Und ganz oft ist die Erklärung, warum kein Mutant dabei ist, der hat keine Zeit, weil der ist auf einem wichtigen Einsatz. Aber Ishimatsu hängt einfach bei Thora ab, statt einer Pflegerin oder einfach einer Freundin oder einfach, weißt du? Warum macht das Ishimatsu? Ja, vor allen Dingen, man hat es in der Serie ja auch durchaus oft auf dem Fuß gehabt. Es gibt ja da die Szenen als Das war auch Anfang der 50er Bände, wo der Rodan gesagt hat, ach, du würdest bestimmt eine gute Freundin für meine Frau abgeben, wo er die Frau von dem, waren es nicht sogar die Springer war das, ne? Eine Mehandor-Frau. Ah, ich komme gerade nicht mehr auf den Namen. Ach ja, hier Kuri Onare. Genau. Die, die dem Dings so Kuhlmann so super geholfen hat. Genau. Ja, genau. Ja, die wäre doch dann eine super Freundin für Thor gewesen. Das wäre es doch gewesen. Das ist halt wie ein Folgeheft. Da hätte doch jetzt die Kugel sein können. Das ist ja wie ein Folgeheft, da wird es mit Thelma Lloyd gemacht. Die ist halt gerade dann an der Stelle, damit die Story die aufnehmen kann, mitnehmen kann, weil sie dann später noch einen wichtigen Plotpunkt hat. Hier ja auch, da wird sie ja später auch noch Gedanken lesen. Und für die Story wichtig. Und später bei Thelma Lloyd, der macht ja den ganzen 79. Roman auch nicht viel. Bis auf dann die zwei Situationen, wo er halt ein Tool ist, ne? Also ein Werkzeug. Ich meine, hätte man jetzt gesagt, die politische Lage ist ja auch noch so ein bisschen unruhig und die braucht Schutz. Deswegen ist eine Telepathin abgestellt, um Thora zu beschützen. Ja, aber dann lass uns doch noch mal ins nächste Kapitel reinschauen. Ja. Weil, jetzt kommt es nämlich dazu, der Daringhaus fliegt nicht etwa mit der Kublai Khan oder mit der Drusus oder, mein Gott, mit der Stardust-Klasse. Er nimmt eine Staatenklasse 100-Meter-Kreuzer mit dem Namen Burma, ne? Was ja ein cooles Raumschiffmuster ist. Cool für Action-Einsätze und sowas und Agenteneinsätze. Aber defensiv wie offensiv total untermotorisiert. Halt eigentlich bloß ein großes Raumschifftriebwerk in einem 100-Meter-Kreuzer. Ja, also wenn ich meine Frau doch beschützen möchte vor dem Arkoniden oder vor dem arkonidischen Regenten, dann lasse ich sie doch nicht mit einem Trabi losfahren. Einen verdammt schnellen Trabi, aber einem Trabi. Weil bei einem schwerwiegenden Steinschlag ist da die Karosserie halt auch hinüber. Aber okay.
Auf jeden Fall verzögert sich der Start der Burma immer weiter, da nämlich der Robotregent anscheinend irre geworden ist. Der nimmt die ganze Zeit Befehle zurück, gibt sie dann erneut aus und so weiter und so fort. Und es kommt ein verstümmelter Funkspruch von Aralon auf Greybeast an, beziehungsweise wird abgefangen, den man dann auch mit dem Aufbruch von Thora übereinbringt. Es scheint also so, als ob der Robotregent Kenntnis dieser Mission haben könnte. Woher er die haben soll, keine Ahnung, das bleibt ein bisschen unbeleuchtet. Dieser Roman ist sehr, sehr Hals über Kopf an der Stelle. Die Burma startet trotzdem und soll Station machen an der Entladungszone. Der Robotregent glaubt trotz allem, dass Perry zu ihm kommt, zumindest lässt er das glauben. Und dort soll die Burma in Empfang genommen werden, um dann nach Archon 3 abzufliegen. Thomas Cardiff wird an der Stelle erwähnt. Ne? Natürlich fragt man sich, warum wird der Bub nicht informiert, dass seine Mutter todsterbenskrank ist. Der Bulli lässt sich da nicht nehmen. Ja, er hat sie bis dahin nicht gekannt. Ja. Das ist halt jetzt auch egal. Ne? Der Bulli lässt es sich da nicht nehmen, ihn nochmal ordentlich zu beschimpfen. Der fährt ja richtig aus der Haut. Ne? Also damit mit Freight ist es, glaube ich, mit Michael Freight, der da kurz mal wieder auftaucht. Der fährt richtig aus der Haut, als er über den Cardiff redet. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Es gibt dem Bulli mal wieder einen menschlichen Anstrich. Ja, und da hätte eine Menge Leid vermieden werden können, wenn er auf den Patenonkel Bulli gehört gewesen worden wäre. Ja. Geißel der Menschheit und so. Ja. Im Anflug auf die Entladungszone, und jetzt sind wir im 5. Kapitel, bekommt die Burma-Besatzung auch mit, dass es wieder einen neuen Durchbruchversuch in Tiger 73 und 74 gibt und deswegen fliegt man Tiger 43 an, also einen ganz anderen Raumsektor, und dort angekommen gibt es erneut Angriffe der Druf, und genau in dieses Gefecht springt dann auch die Burma, und oh Wunder, dieses unterbewaffnete Schiff kommt natürlich direkt in die Bredouille und muss von arkonidischen Schlachtschiffen beschützt werden. Ah, natürlich fliegt auch gerade dieses Schiff da rein. Genau. Oh, was für ein Zufall. Der Robotregent erneuert seine Einladung nach Archon 3 im Befehlston diesmal, ne? Und im Wissen, dass Daringhouse anstatt von Perry Rhodan selbst kommt. Thora scheint dagegen aber richtig aufzublühen unter diesem Auftrag, ne? Und Ishimatsu tut das an der Stelle aber damit ab, dass das ein letztes Aufbäumen vom Körper ist. Ne? Man kennt das ja bei schwer Erkrankten, dass es nochmal so eine letzte Phase von so einem Aufblühen gibt und danach geht es rapide bergab. Hier versucht man das noch in diese Richtung zu schieben. 6. Kapitel. Die Eskorte aus diesen drei Schlachtschiffen leitet das Schiff der Terraner jetzt nicht nach Archon 3, sondern nach Murtal. Das ist der äußerste Planet im Archon-System. Ich glaube, 27 gibt es da. Und dort geht der Robotregent zum Schein auf die Verhandlung ein. Ne? Er fordert für die 100 Raume, die er nicht mal in hunderter Anzahl ausliefern möchte, eine Vielzahl, also mehrere tausend terranische Offiziere, die auf arkonidischen Raumschiffen Dienst tun sollen, und jetzt kommt's, als erste Offiziere unter einem Robotkommandanten. Und das lassen sich die Terraner natürlich nicht bieten. Ne? Thora steigt jetzt auch hier in die Verhandlung mit ein und macht aber einen entscheidenden Fehler, denn sie weist sich aus als nicht als Thora von Zoltral, sondern als Thora Rhodan. Thora Rhodan. Fatal. Tja, das hätte sie nicht machen sollen. Ja, auf jeden Fall endet diese Verhandlung, bevor sie richtig angefangen hat, mit Angriffen auf die Burma. Ne? Die wird jetzt am Boden festgemacht, offenbar fluchtunfähig geschossen und mit dem Ziel, Daringhouse und Thora von den anwesenden Aras in Gehirnwäsche nehmen zu können, wird dann dieses Raumschiff auch von Robotern angegriffen, um die beiden in ihre Gewalt zu bringen. Nach ein paar Startversuchen, die misslingen, werden dann auch Roboter in Marsch gesetzt von den Arkoniden, die auf die Burma eindringen. Und so gehen wir ins 7. Kapitel. Dort beginnen die Terraner einen Angriff von sich aus mit Robotern auf die Bodenstellen oder die Bodenstützpunkte der Arkoniden auf Murtal oder Mutral, nicht Murtal. Mutral. Genau. Und schleusen dann auch solche Sonden aus, die von den Swoons entwickelt worden sind und eben die den feindlichen Robotern die Zielerfassung unmöglich machen soll. Es kommt also zum absoluten Chaos. Ne? Die Angriffe der terranischen Roboter und die Störung der arkonidischen Technik führen dann zur Explosion der unterirdischen Kraftstation von Mutral. Und so bricht da auch die Hölle los.
Die Burma kommt von den Saugfeldern los und kann in den freien Raum hinaus starten. Und kurz bevor die Burma dann auch startet, bringen drei terranische Roboter einen Arkoniden und zwei Arras an Bord. Und das ist genau die Szene auf dem Titelbild. Und deswegen finden wir die so cool. Jawohl. Und es handelt sich bei diesen drei Personen einmal um Tarell. Das ist der Kommandant, also der degenerierte arkonidische Kommandant von Mutral. Und die zwei Ara-Ärzte, die die Terraner verhören sollten. Entgegen aller Wahrscheinlichkeit erreicht die Burma dann auch Sprunggeschwindigkeit und im Moment der Transition wird sie von einem Desintegratorgeschütz eines arkonidischen Schlachtschiffes getroffen, was zu einigen Problemen während der Transition führt. Und in dieser Volltreffer wird zu 100% in Sprungenergie umgesetzt und versetzt die Burma über 15.000 Lichtjahre in die falsche Richtung, also der Vektor der Burma knickt um 180 Grad, glaube ich, ab. Und die werden 15.000 Lichtjahre in die falsche Richtung geschleudert. Dort wird das Schiff klargemacht. Und beeindruckt von der Energiegeladenheit der Arkoniden ordnet der Daringhouse eine erneute Untersuchung an. Die ergibt jetzt, dass Thora kerngesund ist und einem Verjüngungseffekt unterliegt. Oh boy, wo der herkommt, wissen wir nicht. Bekommen wir auch nicht erzählt. Bekommen wir nicht erzählt, macht auch echt nicht so richtig Sinn. Also das ist leider echt so ein bisschen Wunderheilung. Das ist eine große Krücke in der Handlung. Genau. Und gerade als Daringhouse die Thora aufsuchen will, die erneut mit dem Verhör der gefangenen Aras und des Arkoniden beschäftigt ist, wird er Zeuge, wie Thora tödlich von einem Ara getroffen wird. Thora stirbt in seinem Arm und wir wissen, dass dieser Ara-Attentäter vorher der Ishimatsu, der Mutantin, den Strahler entwendet hat. Wow, was für ein Tiefschlag im siebten Kapitel und ich muss sagen, es klingt jetzt vielleicht ein bisschen pietätlos, ne? Aber so dramatisch gesehen ist dieser Tod von Thora ein richtiger Bauchschuss gewesen für mich. Ne? Klar ist, ja schon. Man weiß, wie dieser Roman ausgeht, wenn man den Titel gelesen hat, ne? Aber wie es dann am Ende dazu kommt, in welcher Beiläufigkeit, finde ich ehrlich gesagt sehr, sehr unangenehm und deswegen halt gut geschrieben. Dann muss ich sagen, Kurt Brandt, wow, das habe ich nicht kommen sehen, zumindest in der Form. So, lieber Zuhörer, jetzt merken wir uns mal, was der Chris zum Tod von Thora gesagt hat. Und darüber denken wir dann nochmal bei Heft 99 nach. Oh, come on, ey. Just saying. Ja, ja, das da bellt ist die Thora gerade im Hintergrund, ne? Ihr habt ja, das vielleicht gehört. Ich lasse das auch drin im Schnitt. Ja. Alles gut, Schnecke. Und wäre es aber des Pathos nicht genug, haben wir jetzt noch eine legendäre Szene am Schluss des Heftes. Genau, das achte Kapitel. Und das möchte ich gerne mit einem Zitat beschreiben. Ja, bitte. Nochmal ganz tief durchschnaufen, Dominik, jetzt wird's. Jetzt drücken wir ein bisschen auf die Tränendrüse. Und in diesen Tagen entstand an der Stelle auf dem Erdmond, wo Thora von Zoltral als Kommandantin des arkonidischen Forschungsschiffes hatte notlanden müssen, ein Mausoleum. Es war kein Prachtmonument. Es war prachtvoll in seiner Schlichtheit und einfachen Linienführung. Es war in Stein und Stahl und Kunststoff geformter Ausdruck, wer Thora Rodan gewesen war. Thora Rodan, der gute Geist des jungen Solaren Imperiums. Wow. Wow. Und dann kommt es zu noch einer unfassbaren Szene. Dann ist ja Thomas Cardiff, der ja auch an der aufgebahrten Leiche seiner Mutter steht und dem Peri Rodan die Hand reicht. In der Hoffnung auf Vergebung oder auf eine Aussöhnung, der schlägt das aus, wird von Bully zur Seite gezerrt und Peri steht dann trotzdem nicht alleine da, sondern rechts neben ihm, wo eigentlich sein Sohn hätte stehen sollen, steht sein bester Freund Reginald Bully Bull, the one and only. Unfassbar. Was ja später emotional immer wieder wichtig werden wird, einmal um zu rechtfertigen, wie böse eigentlich Cardiff ist, aber auch so als den Point of No Return in der Beziehung zwischen Rodan und seinem Sohn. Ja, und er wird auch nicht als Hundesohn oder sonst was beschimpft oder als Mistsack, als Schweinepriester, was ich jetzt Bull eher in den Mund gelegt hätte. Er wird als einfach nur als Arkonide beschimpft. Und das kann eigentlich, also mehr Ausdruck kann man in einem Wort eigentlich nicht haben. Ja, und das ist aber für Bully ja so die Sturheit, ne? Also das Interessante ist ja, dass das gerade von Bully kommt, der ja im Endeffekt immer für Thomas Cardiff Partei ergriffen hat, ne? Bully ist der, der gesagt hat, Leute, ihr habt da echt Mist gebaut, kümmert euch um euer Kind, das geht nicht so, wie ihr das macht, ne? Und der sieht jetzt die Sturheit von Thomas Cardiff in diesem Moment, ne?
Genau. Er ruht anscheinend auf jeden Fall den Zusammenbruch nahe und dieser letzte Ausweg für Thomas Cardiff, der jetzt hier sagen hätte können, okay, lass es uns nochmal probieren oder lass uns einen Weg finden, wird ausgeschlagen, weil er immer mehr zu einem eingebildeten Arkoniden wurde, auf den sich jetzt irgendwie auch, ja, indem sich der Sohn mit dem Arkoniden oder als Arkonide identifiziert und Perry ganz genau weiß, wem er den Tod von Thora zu verdanken hat, wird das natürlich nicht einfacher in dieser Beziehung. Ne? Sure. Ja, und gleichzeitig dann diese, ja, Perry Roden Dolchstoßlegende, die ja Thomas Cardiff dann so skizziert, dass eigentlich Rodan Thora hat um die Ecke bringen lassen, quasi mit dieser Aktion, dass er sie dahin geschickt hat. Was sich jetzt leider nicht ganz von der Hand zu weisen. Also. Nö, sicherlich nicht in der Deutung. I feel aber that. Er hat sie dahin geschickt, todkrank, wie sie war. Ob das jetzt so eine schlaue Idee war? Naja. Auf jeden Fall, wir sind durch mit der Handlung und kommen mal in Richtung Fazit. Und da will ich nochmal das dritte Kapitel in Thoras Bungalow ansprechen. Denn das ist für mich stellvertretend für das Verständnis von Kurt Brand für weibliche Figuren. Das ist heute super ekelhaft, denn im Zitat zu lesen ist, und jetzt kommt's, Derringhaus, der jeden Einmannjäger so gut flog wie jedes Superschlachtschiff der Imperium-Klasse und nicht aufgrund guter Beziehung zu Rodans General geworden war, sondern sich diesen Rang schwer erarbeitet hatte, kam auf allen Wissensgebieten zurecht, nur der weiblichen Psyche gegenüber fühlte er sich hilflos wie ein Kind. Oh Bruder. Oh Boy. Und leider macht es auch echt, ich liebe Josef Tratnik sehr, aber wie der den 10. Silberband liest und wie er die Thora in dem 10. Silberband liest, geht auch heute echt gar nicht mehr. Also der nimmt diese Textstellen, die eh schon so naja sind, und macht es mit dieser schlechtlichen, älteren, empfindsamen Frau noch schlimmer. Das ist echt, ein bisschen schwierig. Leider. Leider. Ansonsten muss ich sagen, mag ich die Hörbücher sehr. Aber es liegt da auch ein bisschen am Stoff, muss man sagen. Und er nimmt da halt nicht Pfeffer raus, sondern er drückt da nochmal kräftig nach. Da lässt sich eigentlich auch nichts wegdiskutieren. Naja. Es gibt noch so ein paar anderen Stellen, wo das durchschwingt, ne? Aber wir wollen das jetzt auch nicht totquatschen. Ne? Jeder kann sich da aber selber seine Meinung drüber machen, aber man sollte jetzt nicht verteufeln, wenn man das Heft vor 30 Jahren mal gelesen hat, dass wir das jetzt hier kritisieren, sondern einfach nochmal heute hinsetzen und ein paar Textstellen einfach nochmal nachlesen und einfach nochmal drüber nachdenken, ob das heute noch so okay sein könnte. Ja, das ist echt so ein Ding. Aber weißt du was? Und ich glaube, zu einem ähnlichen Urteil kommst du da auch. Das ist trotzdem ein ziemlich guter Kurt Brand. Ja, also, auf jeden Fall. Wenn man jetzt, das ist natürlich was, was man kritisieren muss. Frauenbild ist bei ihm generell immer mal so ein bisschen schwierig. Gesellschaftsbild manchmal, naja. Aber der ist sehr gut durchkonzipiert und der ist auch sehr gut durcherzählt. Ne? Also der liest sich spannend. Ich finde, dass das so von seinen Romanen trotzdem eigentlich einer von den besseren ist. Auf jeden Fall. Also das ist vielleicht sogar der beste bis jetzt ist, will ich gar nicht in Abrede stellen. Aber du hast immer mal so Stellen oder so Passagen im Text, die mag ich persönlich sehr, so ganz ausufernde Beschreibungen von irgendwelchen Raumschiffflügen. Dann hat er ja auch viel Action mit diesen Raumschlachten da an der Entladungszone. Hat er ja auch mit drin, ne? Das muss man ihm ja zugute halten. Er hat ja nicht bloß diese Besprechungsmomente oder diese Verzweiflungsmomente oder Charaktermomente, sondern er hat halt auch die Action drin. Und zwischendurch ergeht er sich dann in sehr ausufernden Beschreibungen. Ich persönlich mag das sehr, weil ich halt auch glaube, dass er einen ästhetischen Anspruch in seinem Roman hat, so wie er die Dinge, er sagt halt nicht, der Bungalow lag im Watra-Gebirge, sondern am Fuße des Watra-Gebirges lag der Bungalow Arkon. So da hast du schon viel mehr Stimmung drin, ne? Und das kommt so hier und da mal durch. Und gerade in diesen ausufernden Beschreibungen hast du das mehrfach, die nehmen aber natürlich das Tempo aus der Handlung raus. Und das stimmt. Man muss dazu sagen, dass die Menge an Handlung, also wenn wir uns jetzt mal vor Augen halten, was sonst in so einem frühen Atlan- und Arkon-Zyklus-Heft alles drin ist, ist die Portion an Handlung hier recht klein. Ja, aber dadurch funktioniert es für ihn auch mal ganz gut. Ne? Also ja. Kurt Brand, der ja gerne mal wer ist, der sich mit ein bisschen viel Handlung auch ein bisschen galoppiert im Heft. Schatzkammer der Sterne. Das klappt dann hier dann wieder ziemlich gut. Und ich finde aber, dass es nicht sich beim Lesen so anfühlt, dass du zu wenig Handlung hast. Ja? Nee, genau. Funktioniert gut. Also wenn du hier jetzt mal wirklich so einen Planetenroman Schatzkammer der Sterne daneben hältst, was ja ein späterer ist von ihm, ne?
sind das zwei Welten. Und der hier liest sich super kompakt, super flott, ist spannend, ne? Und er bleibt auch bei seinen Themen. Das mag ich ja immer sehr, wenn Kurt Mahr, Kurt Brandt oder auch Karl Herbert Scheer bei seinen Themen bleiben. Clark Dalton, muss ich sagen, gerade so in der Zeit hier, der hat gerade nicht so seine Themen und dementsprechend sind wahrscheinlich auch seine Romane bei mir schwächer. Aber man merkt, dass der Kurt Brandt das Thema sehr gefühlt hat, wenn man das jetzt mal so runterbrechen möchte, ne? Aber naja, der größte Kritikpunkt an dem Heft sind und bleibt Kurt Brandts Damen. Ja, das ist wirklich, und ich meine gleichzeitig, ne, das bleibt einem auf jeden Fall im Gedächtnis. Man hat ein paar Szenen drin, die schon ein Stück weit irgendwie ikonisch in der Serie sind, ne? Also gerade hier dieser Handschlag, der ausgeschlagen wird von Thomas Cardiff am Grab und so, das sind so Szenen, die bleiben dir komplett im Kopf. Obwohl die Szene ja eigentlich recht knapp ist, ne? Das achte Kapitel hat irgendwie nur zwei Seiten im E-Book gehabt oder so, also ganz kleine Anzahl. Und auch hier wieder, was ich ehrlich gesagt nicht mag, so beim Lesefluss, ist die sehr stark variierende Länge von Kapiteln. Ja. Dass du irgendwie ein Zwischenkapitel hast, was dann doppelt oder dreimal so lange ist wie andere Kapitel. Das mag funktionieren, wenn die Kapitel wie in den modernen Heften sowieso viel kürzer sind. Na, wenn du dir dann ein Perirodenheft von heute anschaust, das halt durchschnittlich wesentlich höhere Anzahl von Kapiteln hat. Zuletzt hatten wir Willi Wolz, den ersten Roman, Das Grauen, besprochen. Das war ein Novum, dass der 11 Kapitel hat. Ne? Mhm. Und heutzutage haben wir 18, 20 mal 30. Robert Corvus hat es, glaube ich, mal auf 30 Kapitel geschafft. Und da fällt dir das nicht so auf, wenn die Länge stark variiert. Aber wenn du halt bloß 8 oder 5 Kapitel hast, dann fällt das schon auf, dass du die ganze Zeit in einem Kapitel hängst. Das ist jetzt nicht die Kritik, ja, und wenn man sich auf den Text konzentriert, sicherlich auch unerheblich. Aber so für mein subjektives Empfinden ist das ein sehr unhomogenes Leseempfinden. Ja, das auf jeden Fall. Jawohl, haben wir noch was zu Thoras Opfergang? Ich glaube nicht. Ich würde jetzt mal gerne zur Wertung kommen, oder? Die Wertung. Ich finde das, wie gesagt, sehr spannender Roman, ne, der auch mit Action überzeugen kann. Das finde ich immer wichtig, dass Action drin ist. Leider ist der Umgang mit den weiblichen Charakteren ein so großes Manko bei Kurt Brandt, dass ich persönlich, jetzt wenn man mal von 10 runterrechnet, bei 7 von 10 landen. Und das immer noch sehr, sehr optimistisch ist. Ja, ich habe ja, wie gesagt, den jetzt relativ zeitnah gerade erst auf Instagram nochmal kurz besprochen. Und da habe ich dann 3 von 5 Sternen auch reingegeben, auch genau mit der Argumentation, dass ich den Roman an sich eigentlich mag, dass ich die Handlung an sich eigentlich auch mag, aber Frauenbild geht gar nicht und dann pendelt man sich halt so in der Mitte ein. Ne? Auf jeden Fall. Ja, passt. Dann lassen wir es gut sein für heute, oder? Jawohl. Wenn ihr jetzt denkt, das ist der beste Perirodenroman, den ihr jemals gelesen habt und wir haben komplett Unrecht mit unserer Meinung. Dominik, wie können unsere Zuhörer oder unsere Zuhörerinnen uns diese Meinung mitteilen? Ihr könntet uns natürlich einen Kommentar direkt unter diesem Podcast kommentieren, wenn ihr einen Podcatcher nutzt, der das kann. Ihr könntet uns aber auch eine E-Mail uns schreiben unter chris@weltendieb.com. Sag's nochmal. info@weltendieb.com oder stardustruftterra@weltendieb.com. Aber da hat noch nie jemand eine E-Mail hingeschrieben. Sauerei. Probiert doch mal aus, ob er sie wirklich liest. Ja. Ihr könnt uns natürlich auch bei Instagram finden. Ihr könnt den Chris bei Twitter finden. Ihr findet uns schon. Schickt uns eine Brieftaube. Schreibt uns einen Brief. Hey, das ist das Einzige, was nicht funktioniert. Doch, es würde auch funktionieren. Postadresse haben wir, ja. Steht im Impressum, wenn jemand möchte. Ne? Ja, diskutiert bitte nicht mit uns über Frauenbild. Ja, das wird, glaube ich, nichts. Alles klar. Nee. Wenn ihr noch einen Pax Terra-Sticker haben wollt, dann schreibt mir auch eine Mail an info@weltendieb.com. Da bitte Pax Terra in dem Betreff, dann bekommt ihr welche. Und wir verabschieden uns bis zum nächsten Mal in Band 79 mit Atomhölle von Grey Beast. Tschüss. Tschüss. Anfänglich die erbitterte Feindin der Terraner, dann an Perirodans Seite zum guten Geist des Solaren Imperiums geworden, weilt nicht mehr unter den Lebenden. Dass ihr tragischer Tod eine ganze Reihe von grausamen Schicksalsschlägen für den Solaren Administrator einleitet, zeigen die Geschehnisse im nächsten Perirodan-Roman, wieder meisterhaft geschrieben von Kurt Mahr, Die Atomhölle von Grey Beast.